Hallo, wir sind die Gruppe Better Traffic und wir haben versucht, einen Weg zu finden, wie man den Verkehr in einer Zukunftsstadt besser regeln könnte. Was man hier jetzt auf diesem Bild sieht, ist die erste Ampel, die es jemals in Berlin gab. Wurde 1920 auf dem Potsdamer Platz gebaut. Und hier sehen wir jetzt das, was Sie alle kennen und vielleicht auch hassen, eine ganz normale Ampel. Und der Schriftzug daneben sagt auch schon ganz deutlich aus, dass die Ampel jetzt derzeit 100 Jahre alt wird und sich eigentlich in diesen 100 Jahren kaum verändert hat. Wir haben uns gedacht, was passiert jetzt, wenn wir diese Ampel intelligent machen? Das sieht man jetzt hier. Wir haben selbstfahrende Autos und eine Ampel und diese beiden können miteinander kommunizieren. Und zum Beispiel die Ampel kann dem Auto mitteilen, dass sie jetzt gleich in 10 Sekunden umschaltet und das selbstfahrende Auto berechnet dann die Geschwindigkeit, damit es da an der Ampel ist, wenn die Ampel dann auf grün schaltet. Wir haben auch eine Simulation vorbereitet und die erklärt jetzt der Felix. Genau. Okay, also wir haben dann eine Kreuzung. Die roten Boppel sind Ampeln und da fahren dann gleich Autos. Blau sind intelligent bzw. selbstfahrende Autos, das heißt, die mit den Ampeln kommunizieren können. Und jetzt kommt hier schon ein Auto und die Ampel, und also sie kommunizieren halt und die Ampel sagt dann dem Auto, ja, du kannst einfach weiterfahren, ich schalte dann schon auf grün, beziehungsweise das Auto meldet sich halt vorher an. Dann weiß die Ampel halt Bescheid, genau. Hier kommen jetzt mehrere Autos. Von rechts kam eigentlich das Auto vorher, aber die anderen drei, die fahren in der Kolonne und die sind einfach mehr, deswegen dürfen die zuerst fahren. Man bemerke auch, wie die drei noch im Prinzip auf der Kreuzung waren, hat die Ampel schon umgeschalten und weil das funktioniert, weil die Autos selbst fahren und wegen geringer Unfallwahrscheinlichkeit und so. Das ist jetzt ein nicht selbstfahrendes Auto, das ist das Gelbe und das wird halt in dem Fall nicht bevorzugt, weil einfach das selbstfahrende Auto sich vorher angemeldet hat. Dadurch kann einfach der Verkehr besser geplant werden und einfach sinnvoll geroutet werden. Die Ampel kann den selbstfahrenden Autos auch sagen, hier ist jetzt im Moment ein bisschen mehr Verkehr, fahr vielleicht doch eher darum, dann bist du doch schneller da.